Und willkommen, ein herzliches Willkommen bei einem kleinen Warcraft-Video. Das heißt, ich hatte noch Hotkeys, wie kann ich denn die Kamera? Ja, da ist er ja, nice. So, und wir haben Bock, ein bisschen Warcraft zu zocken, einfach mal wieder zur Abwechslung. Gibt ein paar schöne neue Maps, die ich euch mal zeigen möchte, ihr Lieben. Und wir fangen mal an mit Tower Survivors 1.57. Ja, ist an sich eine Singleplayer-Map, wo man aber, also jeder hat quasi seinen eigenen Turm, aber man spielt so für sich. Grundlegend. Und jetzt ist die Lobby voll. Jetzt kann der Host starten. Lohnt sich auf jeden Fall, auf dem Server zu spielen, auf dem man sich auch selbst befindet oder mit jemandem, der auf demselben Server spielt wie man selbst. Oder auf demselben ja, Land quasi oder Bereich, sage ich mal, also EU bei mir, da es sonst zu krasse Lags gibt. So, am Anfang sucht man sich, also am Anfang kann man sich gar keinen Turm aussuchen, da bekommt man einfach diesen Basic Tower. Dann gibt es so verschiedene Quests, die man hier erfüllt und schaltet dann andere Türme frei. Die habe ich alle schon freigeschalten. Ich nehme jetzt einfach mal den hier. Macht keinen Unterschied, welchen Turm man hat. Also, man kann sich kaum bewegen, man springt dann immer zurück. Aber es gibt hier auf der Map, wie ihr seht, noch andere Spieler, hey, da hat jetzt einen Turm. Ja, und jetzt geht es darum, dass man immer vier verschiedene Angriffe sich kaufen kann. Und hier unten die Reihe, das sind immer so Upgrades. Das sind ganz viele verschiedene. Und ja, bevor ich jetzt hier direkt schon ablose, hier kann man noch rerollen. Ich mache das mal fix. Bevor ich jetzt hier ablose, wähle ich mal fix was aus. Ich mache das und das. Erkläre ich gleich mehr, nur damit wir jetzt hier nicht direkt sterben. Also, jetzt seht ihr, jetzt kommen von den Seiten schon die ganzen Creeps an. Unser Turm steht einfach in der Mitte, produziert permanent Einkommen. Und wenn wir die Creeps killen, bekommen wir auch Bounty. Ich habe am Anfang hier unten was gekauft, das hatte das Symbol, wie hier oben steht. Da habe ich mein Bounty jetzt um 50% erhöht. Das heißt, wenn ich einen Creep kill, bekomme ich einfach mehr Gold. Ja, und dann habe ich noch eine Waffe mir gekauft. Ich kaufe mal noch fix eine neue, bevor wir jetzt hier untergehen. Oh, das ist ziemlich Mist. Ich nehme jetzt einfach mal drei Stück. Oh, ist ein bisschen zu laut, glaube ich. Mach mal ein bisschen leiser wieder. Ich spiele meistens so auf 2-3%. Ich gehe mal auf 3. So, damit man mich noch ordentlich hört. Ich glaube, ich gehe tatsächlich noch eins runter. Ja, sorry, Sound ist immer so eine Sache. 2. So, speichern. Gut. Ja, jetzt kaufe ich mir quasi hier immer wieder Upgrades und neue Waffen. Man muss halt schauen, dass man nicht zu viel Gold ausgibt, nur für Waffen. Denn man braucht eigentlich möglichst viele effektive, sinnvolle Upgrades von denen hier unten. Und immer nur so viel Waffen, also so viel in Waffen investieren, dass man es halt quasi so schafft, sag ich mal. Ja, am besten, man ist immer so ein bisschen an der Grenze, aber dadurch, dass die Creeps oft sehr schnell sehr viel stärker werden und auch andere Damage-Typen und Rüstungstypen haben, lässt sich das manchmal sehr schlecht einschätzen. Und wenn man da nicht aufpasst, dann ist man plötzlich down. Down ist man dann, wenn der Turm sein komplettes Mana aufgebraucht hat, dann, also das ist quasi das hier unten. Wenn das auf 0 geht, dann regeneriert sich das auch ziemlich schnell wieder hoch. Und in der Zeit, wo man quasi kein Mana hat oder sich das regeneriert, werden die oberen, die Lebenspunkte angegriffen. So läuft dieses Spiel. Man kann unter anderem hier diesen Hammer kaufen, den ich hier gerade hier hatte. Hier in diesem freien Würfel. Der hilft mir, meine HPs schneller zu regenerieren. Pro gekauften Hammer, der kostet 500 Gold, bekomme ich 20 HP pro, ich glaube, Sekunde ist das, schneller regeneriert. Mittlerweile habe ich hier schon 40 HP Rec gekauft. Es gibt auch noch so Specials, zum Beispiel hier dieses Paddle. Das gibt mir 40 HP Rec mit einem Schlag, kostet 2000 Gold und hat noch die Fähigkeit, alle 30 Sekunden für 10 Sekunden lang meine HP-Regeneration um 100% zu erhöhen. Das ist natürlich genial. Insofern man den Fokus darauf legen möchte. Ich oder wir zusammen, wir haben jetzt gerade das Ziel, eine Quest zu erledigen. Ich kaufe mal hier noch ein bisschen Schaden.
eine Quest zu erledigen, die sieht folgendermaßen aus. Und zwar, ich will nämlich einen neuen Skin freischalten, da spiele ich schon einige Zeit dran. Und zwar ist das, wo ist denn der gewesen? Der hier, genau der. Und zwar, no gold income allowed, also kein extra income erlaubt. Kann man auch noch erhöhen. Und 15 Minuten lang überleben, ja. Habe ich bis jetzt noch nicht auf die Ketten bekommen. Eigentlich ist es schon richtig, richtig wichtig, ein hohes Income zu haben, weil das, ihr seht, es ploppt die ganze Zeit auf. Das erhöht sich auch von automatisch ein bisschen, aber man darf halt nicht aktiv sein Einkommen durch Upgrades verbessern und trotzdem 15 Minuten überleben. Ja, man merkt dann halt schon nach einiger Zeit, dass einem das extra Income einfach fehlt und es dann einfach irgendwann schwierig wird. So, der Schädel ist ganz geil. Der gibt mir 5000 Gold mit einem Klick. Allerdings zieht er mir 100 HP weg ab. Mache ich jetzt aber gleich trotzdem, weil wir einfach schon 60 haben und minus 40 ist jetzt nicht ganz so tragisch. Zusätzlich könnte ich mir noch hier zweimal Rapid Fire holen. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit insgesamt um 20%. Das mache ich mal. Und kurz bevor es vorbei ist, zack. Dann hier für 1000 Max HP bekomme ich 2000 Gold. Das kaufe ich ihm auch ganz gern. Und dann gucken wir mal hier nochmal HP-Regeneration. Da sind wir wieder bei 0 angekommen. Das gefällt uns. Ich hatte am Anfang auch eine Waffe gekauft. Das ist hier dieser gelbe Strahl. Der heilt mich auch pro Hit um, ich glaube, 2 HP. Es gibt viele Waffen, die auch mich noch heilen oder uns heilen können. Ja, ansonsten immer, wenn hier diese blaue Leiste, diese Lebenszeit abgelaufen ist, rerollt der Shop. Das kann man auch ganz gut für sich nutzen, wenn man halt aufpasst. Wenn ich zum Beispiel jetzt diesen Schädel holen würde, hätte ich minus 100 HP. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Ich kaufe mir mal fix eine Wisp, der gibt mir 40 HP Rack und pro Sekunde 0,2 dazu. Dann kaufe ich mir noch die Treasure Chest. Die ist auch ganz geil. Die kostet mich immer 500 Gold und steigt aber in ihrem Wert die ganze Zeit. Und irgendwann kann ich die dann verkaufen. Und bekomme entsprechend dann das Geld. So, ich muss mal ein bisschen was hier ausgeben. Ich habe gerade extrem viel Gold. Das noch dazu. Das und das. Ja, die kann man dann einfach jederzeit verkaufen. Zum Beispiel jetzt hat die schon einen Wert von fast 1200. Und wenn jetzt die nochmal im Shop kommen würde, die Treasure Chest, dann kann man die wieder für 500 kaufen und die alte würde quasi verkauft werden. Vielleicht passiert es dann gleich, da kann ich euch das nochmal zeigen. Und dann gibt es halt immer noch so ein paar richtige geile Upgrades und auch Waffen, die 10.000 Gold kosten. Das ist das teuerste, was es gibt. Zum Beispiel jetzt dieses Schwert. Das erhöht den Normal Damage um 100% und plus 1% pro Throwing Axe. Das sind die hier. Das ist halt so ein bisschen der Schlüssel zum Gewinn, zum Sieg. Allerdings droppen die halt extrem selten im Shop. Das macht es halt schwer, darauf zu spekulieren. So, mal gucken. Bounty haben wir jetzt 250. Jetzt könnte ich mir diesen Ring hier holen. Der ist ganz geil, gibt mir nochmal 200% mehr Bounty und 1% Damage pro 50% Kill Bounty. Kaufe ich mir jetzt mal für 10.000. Das heißt, ich kriege jetzt 4,5% nochmal extra an Damage dazu. Jetzt habe ich gerade Escape gedrückt. Man hat einmal pro Runde eine Clear-Möglichkeit. Escape drücken und alle Gegner sterben quasi instant. Man bekommt trotzdem das Bounty für die Gegner. Ich glaube, nur einmal muss man halt wirklich überlegen und ja, ist irgendwie sinnvoll timen. Ich habe jetzt gerade nicht so sonderlich gut aufgepasst. Also wir wollen eigentlich ein bisschen noch Geld sammeln. Unsere Treasure Box hat mittlerweile 2000, einen Wert von 2000. Um dann einfach mal ein paar geile Waffen zu holen. Wir haben relativ wenig HP, merke ich schon. Also wir gehen relativ schnell down. Das ist ein bisschen blöd. Ah, schon wieder kritisch. Chaos Damage Upgrade. Oh, wir sind gleich tot. Oh, das sieht nicht gut aus. Tot. Ja. Lief nicht ganz so optimal die Runde. Hier oben kann man dann immer noch mal sehen, was wir alles erreicht haben. Ja, der Golden Ring hat uns 9% Schaden gegeben. Wieso eigentlich 9%? Das würde ja bedeuten 2% Schaden. Ah, nee, Quatsch. Doch.
Pro 50. Ah ja, na klar, weil es pro 50% ist. Okay. Was haben wir noch? Noch irgendwas Cooles, was ich euch zeigen kann, die Runde? Nee, eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir starten mal noch eine neue Runde. Ich lasse mal das Video einfach weiterlaufen. Lalalalalala. Machen gleich noch eine Runde. Kurz hier oben suchen. Oh, Survival wird extrem oft gehostet. Leider sind die Hosts sehr oft AFK. Gehen wir hier rein. Sind schon 4 von 8. Ja, und da gibt es halt super viele verschiedene Strategien, die man hier fahren kann. Man kann versuchen, einen Schadenstypen zu sammeln. Also zum Beispiel Chaos oder Magic oder Normal oder Pierce oder Siege oder Spike. Man kann versuchen, extrem viel Bounty zu bekommen. Man kann versuchen, auf HP-Rack zu gehen. Was geht noch? Es gibt bestimmte, ich sag mal, Angriffsmuster von Türmen oder von Waffen. Zum Beispiel gibt es Bounce, dass halt der Schuss immer springt zwischen Gegnern. Oder nur Single Target, also nur eine Einheit angegriffen hat. Oder Splash. Da gibt es dann auch Upgrades, die dann diesen speziellen Angriffstypen verbessern. Also wenn ich es finde, zeige ich es euch. Wir schauen mal kurz, was es gerade gibt. Das ist natürlich nice. Direkt von Anfang an eine Scroll of Piercing. Die kauft man auf jeden Fall. Ermöglicht uns einfach, unseren Piercing-Schaden von Anfang an zu effektivieren. Wisp nehme ich auf jeden Fall auch noch mit dazu. Und, oh, was ist das für eine? Okay. Nice Spam. Und dann hole ich mir noch einmal Siege. Nochmal kurz hier den. Lass mal kurz die Chatbox aus. Damit ihr hier nicht die ganze Zeit die Werbung sehen müsst. So. Also wir versuchen jetzt möglichst viel Siege-Damage zu kaufen. Also wir können, wenn es das nicht gibt, natürlich nicht nur Siege-Damage holen, ist klar. Wir wollen ja auch so. Aber hier gibt es zum Beispiel, oh, ist auch eine geile Waffe. Die muss ich mir erstmal kurz holen. Die macht zwar Magic-Damage, allerdings hat die den Vorteil, dass bei jedem Schuss, der meinen Turm verlässt, ich automatisch 10 HP, Max-HP hinzubekomme. Das ist natürlich geil. Okay, jetzt wird es schon ein bisschen schwierig. Holen wir mal hier das Mana-Schild. Das wird schon kritisch, ihr seht's. Wird schon schwierig. Muss ich schon rescuen? Oh, richtig schlecht. Richtig, richtig schlechter Start. Wieso kann ich denn eigentlich gar nicht bei Steam Labs mir den Chat anzeigen lassen, wenn das Fenster so schmal ist? Muss ich dann auch später mal rausfinden. Das geht ja irgendwie. Wenn ich das jetzt probiere, dann hängt sich das ganze Game wieder auf. Naja. Egal, wir machen erstmal weiter. Hier geben wir Max HP ab und bekommen Gold, kaufen uns Piercing Damage und Piercing Damage. Und dann gibt es hier nochmal zweimal Piercing Damage. Nochmal 20% mehr, das ist ja nice. Machen wir so. Ja, was gibt's noch zu berichten? Hier auf der rechten Seite sehen wir ein Scoreboard. Der eine hat fast 9000 Punkte, das ist schon erstaunlich. Also, ich habe schon das Gefühl, dass ich sehr viel Lebenszeit dafür aufgebraucht habe. Und bin bei noch nicht mal 6000. Score steigt für erfolgreiche Quests. Und wenn man hier so irgendwie unter die letzten drei kommt und dann irgendwie, oder Last Survivor ist, dann bekommt man relativ viele Punkte. Ja, ich hatte vorhin auch schon ein Upgrade gesehen für einen bestimmten Angriffstypen. Achso, es gibt auch bestimmte Upgrades für Range-Typen, also für irgendwie hier 300 oder 600 Range und 9 bis 1200 Range, das kann ich euch auch mal zeigen. Ich kaufe wieder das Section, das gibt mir Max-HP dazu. Einmal Rec, Pierce auf jeden Fall. Und dann gibt es hier noch ein Upgrade, das zeige ich euch auch mal. Das kostet mich erstmal 500. Dann kann ich mir, wenn ich das ausgegeben habe, von dem Damage-Typen
einen Damage Typ aussuchen und ich nehme wieder hier Soul Stealer, der mir Max HP gibt pro Hit. Oh, direkt nochmal. Das mache ich jetzt einfach nochmal. Das ist eigentlich so meine Lieblingswaffe. Die hat 1200 Range, das ist das Größte, was es gibt. Und gibt mir halt bei jedem Hit, der mein Hauptgebäude verlässt, 10 HP dazu. Und ihr seht schon hier unten, die HP sammeln sich wunderbar an. Das lohnt sich einfach, weil man die natürlich dann wieder verkaufen kann. Ja, das ist auch nice. Einfach straight 500 Max HP dazu. Eigentlich ein No-Brainer. Moongleaf, Piercing Damage, Piercing Damage. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Mask of Death. 1000 Max HP einfach drauf. Und wenn man einen Gegner tötet, heilt das mich um 15. Ist jetzt, sage ich mal, grundlegend nicht ein Wow-Item, aber der Effekt von dem Heal bleibt, auch wenn man 1000 Max HP verkauft. So wie jetzt zum Beispiel. Ich kann jetzt die Max HP verkaufen, bekomme wieder 2000 Gold, also genauso viel, wie mich die Mask of Death gekostet hat, aber der HP-Effekt bleibt halt, der Heal-Effekt bleibt erhalten. Dann gehen wir wieder aufs Haus, machen wieder hier Max HP erhöhen und einmal Piercing Damage Upgrade. Richtig nice ist es halt, wenn ihr diese für 500, diese Bows einfach nur kauft. Oh, noch direkt nochmal. Nice. Der diese Bows kauft, wenn ihr sowieso gerade bei Piercing Damage seid. Weil, wenn ihr Glück habt, bekommt ihr dann hier, jetzt in dem Fall ist es der Normal Damage, das Schwert, aber bekommt ihr für 10.000 Gold dann, ich glaube, das ist ein Zepter oder sowas, bekommt ihr dann quasi dieses danke Pierce Damage Upgrade. Und da ist es eben so, genau wie hier beim Schwert, 1% des Damage-Typen pro Bow. Ja. So, holen wir das noch auf jeden Fall. Immer schön Piercing Damage. Jetzt ein Button. Was machen Sachen? Wenn ich jetzt das Chatfenster einblende, ist da wieder die Nachricht da? Naja. Witzig. Ist eigentlich auch verrückt bei Reforged, dass wenn man quasi aus der Vollbild-Anwendung raustappt, dass das dann einfach so super stockend vorwärts geht. Das ist so genial programmiert. Treasure Box wieder gesichert. Läuft eigentlich ganz gut. Haben schon fast 6 Minuten geschafft. Achso, genau. Was man auch noch sagen könnte, ist, muss ich aber mal kurz den blauen Balken ablaufen lassen. Man kann jederzeit Einsicht gewinnen über die bereits erreichten prozentualen Upgrades von den Waffen. Ist auch eine krasse Waffe, 10.000, aber greift halt nur eine Einheit an. Schon krass, oder? Ich kaufe die einfach mal. Haben ist besser als nicht haben. Und zwar klickt man da auf den Turm und dann hat man hier die Übersicht der verschiedenen Waffentypen. Und da sieht man hier zum Beispiel, wenn ich drüber hover, plus 86% Piercing Damage. Bei den anderen sind es 0. Plus 86 haben wir schon erreicht. 10% Attack Speed finde ich grundlegend nicht sehr ausschlaggebend. Aber wenn wir diesen Soul Stealer haben, der uns Max HP gibt pro Projektil, was unseren Turm verlässt, dann lohnt sich das natürlich schon. Also, das sind dann halt 110 HP quasi in derselben Zeit, wo man sonst nur 100 bekommen würde. Ihr versteht. Oh, hier gibt es wieder den Windspear. Könnte man sich direkt nochmal holen. Ja, nochmal 10.000. Aber macht halt 4.000 DPS. Knockback. Okay, ja. Schaffe ich das überhaupt? Könnte die Chest verkaufen? Brauche ich 9.600? Ja, komm, 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 komm. Oh, leider ganz knapp nicht. Wir holen uns dafür hier einen Ank. Da können wir noch einmal wiederbelebt werden. Ist auch nicht so schlecht. Also, wenn ich jetzt auf 0 gehe. Okay, gerade noch so vermieden. Aber jetzt ist es gleich soweit. Und wir haben kein Rescue mehr, dann hält mich das einfach auf maximal hoch.
gibt mir quasi noch mal einmal die Chance, weiterzumachen. Ah, das ist das 10.000er Piercing gerade gewesen. Leider nicht geschafft. Zu wenig Gold. Ja, jetzt wird schon ein bisschen schwierig, ihr seht. Also dieser Windspear war vielleicht nicht die allerschlauste Wahl. 20.000 Gold. Bin mir halt manchmal. Also würde ich das nächste Mal nicht mehr machen. Wird schon wieder ein bisschen kritisch. Geht noch, geht noch. Brauchen halt ein bisschen mehr irgendwie. Wieder den Windspear. Ich kann es eigentlich nicht machen. Ich glaube, ich bekomme nicht mal die 10.000 zusammen. 10.000. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ein Healing. Nicht wahr? Es gibt halt diesen Windspear und dann gibt es halt noch so eine Ballista, nennt sich das. Die zielt. Die schießt 10 an. Ah, 10 Einheiten an. Ab. Wieder verloren. Und macht jeweils 500 Schaden oder so. Die ist halt richtig krank. Und stunt noch den Gegner. Die hätten wir gebraucht. Na gut, 9 Minuten schon ein bisschen besser. Aber wir hatten ein bisschen Pech mit dem Piercing Damage, muss ich sagen. Leider nur einmal diese Schriftrolle bekommen für seinen erhöhten Schaden. Wenn man davon so, ich sag mal, wenn man davon 3 bekommt, dann ist man echt gut dran. Aber da muss das muss halt erstmal, da muss erstmal droppen, die Wahrscheinlichkeit. Das ist halt super, super selten. Es gibt manchmal die Möglichkeit, wenn man direkt reinstartet in die Runde, dass bei den ersten 4 Upgrades schon 2 von den Schriftrollen dabei sind. Natürlich dann mega nice. Leider nur ein US West Server. Warten wir noch kurz, vielleicht hostet noch jemand aus der EU. Ansonsten hoste ich selber fix. La 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 la. Tower Survivor. Okay, ich hoste fix selber. Macht sich ja bestimmt ganz unkompliziert. Schade, dass es nicht einen Suchen-Knopf gibt hier oben. Scrollen, scrollen, scrollen. So, Survivor, Chaos. Ah ja. 1, 5, 7. Habe ich sogar 2 verschiedene. Aber wir nennen es Tower Survivor. Wir machen mal 1,5 Speed. Also genau, man kann hier quasi am Anfang als Host einstellen, wie schnell die Zeit ablaufen soll. Kann man auf einstellen, kann man, ich glaube sogar bis auf 3 kann man das sogar stellen. Ist aber dann sehr oft sehr schwierig zu reagieren. Macht sich vielleicht nicht schlecht für so kleinere Quests, wo man nur 10 Minuten überleben muss oder einfach nur Punkte sammeln will oder Sachen ausprobieren möchte. Aber wenn man da sowieso schon hart an der Grenze des Überlebens ist, dann sollte man sich ein bisschen mehr Zeit lassen und dann lieber langsam vorwärts gehen. Man könnte sogar auf 0,5 stellen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja, ist halt ein super lame. Super lame. Rasse einzustellen macht da nicht keinen Unterschied. Mach mal go. Gucken, ob jemand reinkommt. Na jo, mach ich nochmal go. Na jo. Und da geht er wieder raus. Und nochmal neu. Und nochmal neu. Ja, geil. Gono. Und? Kommt noch jemand? Wunderbar. So, ich wollte mal 1,5. Wie geht das? Ich weiß gar nicht, wie man das einstellt, ehrlich gesagt. Wie geht das? 1,1. Einfach nur 1,5? 1,5, einfach so. Oh, ich glaube, ich war zu spät, oder? Ah ja, geil, geht noch. So, ein Tower, zack. Ah, ist eigentlich nur Mist. Oh, wieder Piercing? Wollen wir noch eine Piercing-Runde machen? Machen wir noch Piercing. Und jetzt nehme ich einfach die ersten 3 Waffen, damit wir nicht am Anfang wieder unseren Escape verlieren. Escape. Na, ja, ich ranzoomen? Nicht so richtig.
Kriegt man eigentlich diese Meldung weg? Ist das hier die ganze Zeit da? Habe ich nie drauf geachtet. Oh, guck mal. Dann gehen wir wieder auf HP. Piercing. Und. Oh. Na, da geht's weg. Kann man hier irgendwie ranzoomen? Kann man hier irgendwie. Es gab hier irgendwie eine Möglichkeit, aber mit Toggle. Was ist denn gewesen? New Skins, Select Shop. Nee. Kann die überhaupt. Ah doch, man kann nach rechts und links, ohne dass es jumpt. Ich würde gerne einen Screenshot machen. Kann ich irgendwie einen Screenshot machen? Warte mal. Ich gehe da ran. Das ist krass, man kann. Nicht mal während des Zooms kann man irgendwie. Das geht immer direkt weg. Na gut, dann nicht. Ich glaube, wenn man stirbt, dann kann man auf die anderen schauen. So, wir holen uns die Treasure Box. Das geben wir wieder ab. Das ist auch nice. Live Leecher macht erstmal 1000 DPS. Das ist schon nice. Und pro Hit, ihr seht es, plus 0,2 HP-Rec und pro Treffer 60 Instant HP-Rec. Eigentlich Heal müsste das bedeuten. Also immer wenn es trifft, heilt es mich direkt. Oh, auch geil, wieder Soul Stealer. Das Schöne ist, wenn man halt irgendwelche Waffen oder Upgrades hat, die permanent deine HP oder die Regeneration erhöhen, dann kann man immer wieder sicher sein, dass man davon was verkaufen kann und halt nie, ich sag mal, pleite geht. Erik, jetzt halt die Frage, ob ich wieder mein Geld ausgebe für den Soul Steal, um die HP zu holen oder einfach mal für Piercing was kaufe oder gar nicht. Vom Market. Ich glaube, ich kaufe mal vom Market nichts. Das kostet mich immer 2500 Gold und normalerweise, wenn die Waffe auftauchen würde, würde es mich halt nur 2000 Gold kosten. So, Max HP. Lava Spirit. Schon nicht schlecht, aber aktuell brauche ich es einfach nicht. Ich kriege sie noch easy down. Das sparen wir lieber mal auf ein auf eine richtig geile Waffe. Oh, wieder Normal Damage. Das hole ich mir, das hole ich mir. Piercing. Das nehmen wir. Ja, ein Schild ist eigentlich auch ganz geil. Mache ich mal. Gibt halt direkt 5 Rüstung, bedeutet 20% Schadensreduktion. Schon viel. So, jetzt schauen wir erstmal, wie weit wir kommen. Mit unseren Waffen. Und dann holen wir uns was richtig Geiles. Holen wir uns richtig fette Knifte. Richtig fette Knifte. Das ist auch geil. Das muss ich holen. 80 HP Rec flat und dann haben wir 25%. Das ist schon geil. Jetzt haben wir einiges, was wir verkaufen können. Einiges. Oh, das wäre auch geil gewesen. Okay, das gibt Piercing Damage. Das holen wir uns mal. Ah, die Welle übrigens, hier diese Gold Wagons, die geben halt viel Gold, wenn man die killt. Und machen keinen Schaden. Nichts Schatten. Kann man auch ein bisschen Geld sammeln. Bin mir halt manchmal nicht so sicher, ob sich das lohnt, für 500 Gold diese 10% Damage Upgrades zu holen. Ist das so richtig? 10%. Komm schon. Chaos Damage schon wieder. Wir hätten auf Chaos gehen. Oh, das ist eigentlich auch geil. Das hole ich mir mal fix. Das ist zwar Normal Damage, aber macht halt extrem Schaden und heilt mich pro Hit, also das Bounce zu. Und bei pro Bounce gibt mir das irgendwie 200 HP Heal oder so. Das ist echt ziemlich geil. Oh, nice. Nochmal ein Life Leecher. Den holen wir uns auf jeden Fall. Übrigens auch hier witzig. Transmute. Ist jetzt 100% Kill Bounty und dann hat es eine 5% Hit.
Activation Chance quasi nochmal 200% Bounty Gold für einen gewissen Zeitraum zu bekommen, zu einzuholen. Ja, komm, wir holen uns jetzt mal einen Lava Spirit und nochmal 10% mehr. Jetzt wäre es ganz geil, wenn wir mal ein bisschen was von unserer HP verkaufen oder vom HP-Rack. Wir können jetzt quasi drei von den Schädeln holen. Das wären einfach 15.000 Gold. Ah, noch ein Ankh. Am sicher ist sicher. Sicher ist sicher, sag ich immer. Das mal nur, sicher. Auch ein geiles Item hier. 10% Rüstung einfach so und dann alle 30 Sekunden nochmal 15 obendrauf. Wieder das geile Ding. Und wenn man aber angegriffen wird, verliert man pro Hit auf die HP, also nicht aufs Mana-Schild, wenn man welches hätte, ein Schild. Und das stackt halt die ganze Zeit, ne? 15, alle 30 Sekunden nochmal 15 und 15. Kommen jetzt auch mal dieses HP-Heal-Ding, weil es einfach so geil ist. Nochmal Chaos. Oh, Leute, dammit. Hätten wir das gewusst, da hätten wir auf Chaos gehen müssen. Jetzt habe ich nur eine so eine dumme Rolle. Das wäre so geil gewesen. Oh Mann, schon dreimal. Das ist genau das, wovon ich vorhin gesprochen habe. Oder wir müssen nächste Runde mal probieren, einfach nur, also alle Rollen quasi zu nehmen. Irgendwie, bis wir dann merken, welche wir wirklich dann behalten. So, jetzt nehme ich hier wieder den und Schild. Perik. Oh, Perik brauche ich eigentlich nicht mehr kaufen. Das ist so schon geil. Jetzt haben wir schon 14.000 Gold oder so. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht hier. Ich muss mich gleich dingsen. Escape meine ich. Oder? Oh, wir recken so schnell. Wir haben 400 Reck. Ich hatte mal ein paar tausend. Sieht nicht so schlecht aus. Haben schon 11 Minuten geschafft. In Ankh noch da und immer Regeneration. In Escape meine ich. Oh, wollen wir das jetzt? Komm, 1000 weg und danach. Hier, das wäre ganz geil. Komm, 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 komm. Fette HP und mehr Schaden. Ich muss kurz escapen. Wollen wir uns jetzt hier so einen Typen holen? Ach, ich weiß nicht so richtig. Oh, wir bekommen halt auch nichts von dem Piercing-Zeug. Das ist belastend. Piercing. Oh Mann, jetzt habe ich das schon wieder verdingst. Habt ihr das gesehen? Oh Mann, das gibt's doch nicht. So ein Pech. Oh Leute. Hätten wir mal Chaos genommen. Hätten wir nur mal Chaos genommen. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie das ist mit diesem Chatfenster. Kann man das hier nicht irgendwie aktivieren? Oh, ich habe ja so einen riesen Monitor mir jetzt hier so hingebastelt. Normalerweise erscheint doch dieses Chatfenster hier drüben. Warte mal, wie kann ich das denn? Wie geht das hier irgendwie? Wenn ich das noch größer mache, dann geht es trotzdem nicht. Mini-Feed. Man sieht im Feed gar nicht den Chat. Oh, ein bisschen kleiner machen? Nee. Ah, das kann man größer machen. Ah, okay. Da habe ich gerade was gelernt. Naja, ich bekomme es gerade nicht gebacken, Leute. Gehen wir zurück ins Game. Also gucke ich mir da mal in aller Seelenruhe an. Eine Runde geht noch, oder? Eine Runde machen wir noch. Oh, can you beat me? Eine Challenge. Ah, Spiel bereits gestartet. Nee. Das war eine komische Meldung. Ich nehme Ork. Geht gar nicht. Mach ich geh mal raus. Ist irgendwie doch schon gestartet, aber ich konnte in der Lobby bleiben. Okay, was ist denn jetzt los? Das hat mich rausgeschmissen? Eigene Spiele, wieso eigene Spiele? Jetzt bin ich irgendwie hier rausgeflogen oder was? Ja, geil. Dann mache ich hier mal fix einen Cut. Gucken wir das mal mit einem. Gucken wir das mal hier. Abonnieren. Ey! Oh, mein Arm. Abgehackt. Abonnieren, liken. Und ich gucke mal kurz mal an, wie das jetzt mit dem Chat ist, dass ich euren Chat sehen kann und werde mal fix das Spiel neu starten, dass wir hier noch ein bisschen zocken können, Leute. So, bis dann. Ciao.